Wahnsinn. Das sieht fantastisch aus. Also alles, was Streifen erzeugt, ist fantastisch. So, lieber Randfix, es ist doch wieder die Sonne kurz rausgekommen. Also es war nur ein ganz, ganz kurzer Schauer. Wir können also weitermachen. Wir lüften jetzt quer und ich mähe dann längs. Die Lüfterkassette. Na, boah. Die Lüfterkassette holt jetzt sehr schön den ganzen toten Rasenfilz nochmal aus dem Rasen raus. Das sieht sehr gut aus. Es ist jetzt nicht, der Rasen ist jetzt nicht so richtig kaputt gemacht und aufgeschnitten, sondern er ist immer noch sehr dicht. Dieses Lüften ist ja eine sehr, sehr schonende Methode. Könnt ihr nochmal gucken hier, lüften. Schöne Sache, wirklich schöne Sache. Habe ich auch zu selten gemacht dieses Jahr. Viel zu selten, könnte man eigentlich wirklich einmal die Woche fast machen. Auf jeden Fall einmal im Monat. Habe ich zu selten gemacht. Jetzt mache ich es nochmal hier im Herbst. Und ich habe mich jetzt doch entschieden, ich baue nochmal um. Ich werde jetzt doch erst den Rasensamen ausstreuen. Und dann werde ich mit meinem Spindelmäher mähen. Aber nicht den Schnitt aufnehmen, sondern den Schnitt liegen lassen. Nur drüber walzen, um also einmal den Grassamen festzudrücken. Und die jetzt etwas aufgerissene Fläche nicht gleich durch das Walzen durch den Spindelmäher zu schließen. Also deswegen jetzt erst mit dem Streuwagen den Rasensamen verteilen und dann mähen, ohne aufzunehmen und dabei gleichzeitig den Rasensamen festzudrücken. Das ist jetzt die Idee für diesen Herbst und ich hoffe, es klappt. Also hier sieht man wirklich schön, wie viel Mutterbodenkrümel da mit drin sind und wie viel braunes Gras da drin ist. Das ist echt der Wahnsinn. Ne? Hier sieht man auch, wie viel Wurmhaufen direkt da drin ist. Wahnsinn. So. Eine Sache noch, ihr fragt natürlich, ja, warum nimmst du nicht die Lüfterkassette vom Swordman? Ich finde die Lüfterkassette hier vom Swordman super. Ich finde aber auch die Lüfterkassette für den Edco, für die Allet Rasenmäher super. Und der Vorteil ist, warum ich jetzt hier meinen alten Edco Mäher nehme, ist, der hat vorne keine Frontrolle. Ich habe jetzt umgebaut vorne auf zwei Laufräder, sodass die vordere Rolle eben nicht erstmal die Wurmhaufen platt drückt, sondern dass das praktisch offen bleibt, kann man gleich mal gucken, offen bleibt und eben erst alles aufgenommen wird und dann die hintere Rolle nur rüberwalzt. Und das geht beim Swordman nicht, da habe ich nicht so zwei Laufräder, die habe ich halt nur für den Edco und deswegen nehme ich hier so gerne den Edco für das Lüften. Zeig noch mal. Hier seht ihr eben, da gibt es eben jetzt keine Walze, sondern es gibt hier nur zwei ganz außenliegende Räder und damit kann man hier ganz frei rüberfahren, bis die Lüfterkassette dann hier das Gras und die Wurmhaufen aufnimmt. Oh.
finde ich echt faszinierend. Man sieht wirklich kaum irgendwas und er haut hier so viel Rasenfilz aus der Fläche raus. Es ist unglaublich. Regnet schon wieder. Das waren jetzt die letzten Meter. Jetzt, wir schaffen heute nicht mehr zu mähen. Shit. Also wir werden heute auf jeden Fall noch säen. Endlich. Und dann werden wir vielleicht morgen oder übermorgen mal gucken, werden wir dann mähen. Das Gras ist auch nicht so hoch. Das geht schon. Aber Hauptsache wir säen jetzt noch. Jetzt gerade frisch alles frei und aufgerissen. Zack, ist rein die Saat. So, Freaks. Das ist er. Fairway Exklusiv PS 251. Festuca rubra Lolium perenne Poa pratensis 40%, Poa pratensis 20%, Lolium perenne und 40% die Festuca. Das ist schon eine coole Mischung. Hier sieht man mal so die Rasensamen, die Körnerverteilung. Was der Hersteller sagt, was ganz wichtig ist, dass man den Sack gut durchmischen soll. Sehr gut durchmischen soll, damit sich die feinen und die groben Grassamen gut verteilen. Damit das nicht ungleichmäßig gestreut wird, die Saat, soll man also möglichst die Sache gut durchmischen. Jetzt ist natürlich immer die entscheidende Frage, ja, welche Öffnung nehmen wir hier? Ich öffne einfach so, dass ich ein gutes Streubild habe, so wenig wie möglich, um zwar mal rüberlaufen zu können, aber das ist immer so eine Gefühlssache. Ich fange jetzt mal mit 13 an, sonst öffnet der sowieso kaum. Ja, 13 wahrscheinlich noch zu wenig. Dann brauchen wir eine Abdeckhaube, weil es vielleicht gleich nochmal regnet. Was brauchen wir noch? Das Sieb. Nee, das Sieb brauchen wir nicht. Da ist ja nichts verklumpt. Das ist nur bei den Düngern, wenn die zerklumpt sind, dann fängt dieses Sieb hier. Eine sehr schöne Sache, dann kann man mit diesem Sieb diese Klumpen rausfiltern. Braucht man jetzt hier bei den Rasensamen eigentlich nicht. Was gibt es noch zum Säen zu sagen? Ja, wie gesagt, die Rasensaat sollte gut angedrückt sein. Deswegen Walzen ist optimal, mit einem schweren Spindelmäher perfekt. Also mein E-Flex wiegt 130 Kilo, ist natürlich fantastisch. Um die Saat schön anzudrücken, da muss die Saat feucht gehalten werden, 2 Wochen. Das ist natürlich jetzt hoffentlich bei der herbstlichen Witterung gar kein Problem mehr, so dass man nicht mehr wässern muss. Deswegen ist im Herbst auch nachsehen optimal, fast noch besser als im Frühjahr. Es ist etwas zu spät. Man sollte es im September machen, nicht im Oktober. Ich bin zu spät dran, aber das wird noch gehen. Wir haben sowieso so spät erst wirklich Winter. Das wird noch funktionieren. Ja, und dann hoffen wir mal, dass die feinen Gräserchen nachwachsen. Dann sollte man natürlich nicht mehr mähen, bis das Gras mindestens so 5 cm rausgewachsen ist. Mache ich auch nicht. 5 cm ist mir zu hoch. Ich fange schon eher wieder an mit Mähen. Mal gucken, wie überhaupt das Gras jetzt wächst. Ja, und wenn man das immer wieder macht, im Frühjahr und im Herbst, warum nicht zweimal im Jahr nachsehen, dann fängt an, das Gras sich zu verändern.
und die gewünschten Gräser sich zu etablieren. Wir wollen eine ganz gleichmäßige, schöne grüne Rasenfläche haben und da muss immer wieder nachgesät werden. Eigentlich eine ganz, ganz wichtige Maßnahme, die ich früher auch nie gemacht habe. Ja, so, jetzt ist los. Das sind genau 10 Kilo. So, ja, ich meine, die empfehlen, jetzt gucke ich nochmal schnell nach, ich meine, die empfehlen 25 Gramm pro Quadratmeter. Ich suche im Internet und meine Frau guckt einmal drauf, steht ganz fett in der Mitte, 25 Gramm pro Quadratmeter. Da, jo. Das heißt, auf 10 Quadratmeter 250 Gramm, auf 100 Quadratmeter 2,5 Kilo und auf 1000 Quadratmeter 25 Kilo. Ich habe 800 Quadratmeter, das heißt, ich bräuchte 20 Kilo, jetzt habe ich die Hälfte. Es ist aber jetzt ja keine Neusaat, das ist ja eine Angabe für die Neusaat. Ich will ja nur nachsehen, von daher sind für mich jetzt 10 Gramm pro Quadratmeter, also 10 Kilo für 1000 Quadratmeter, ein bisschen mehr ist es jetzt bei 800 Quadratmeter, ist das völlig ausreichend. Wir haben ja einen schönen Rasen, wir wollen nur noch mal nachsehen und wenn man neu sehen würde, müsste man 25 Gramm pro Quadratmeter streuen, 10 Gramm pro Quadratmeter ist eigentlich optimal, finde ich. So, Freaks, letzte Runde. Ja, ich guck mal schnell. Wir haben schon schlappe 10.000 Schritte hinter uns. Das ist echt unfassbar. Und jetzt nochmal über die ganze Fläche rüber. Ja, das ist alles Sport. Rasen ist reiner Sport, sage ich immer. Ich weiß. Gut, was ich noch sagen wollte, ich empfehle allerdings auch, wenn ihr nachseht, die Rasensaat mit einer dünnen Schicht, ganz dünnen Schicht Sand zu bedecken. Dann sehen die Vögel erstmal die Körner überhaupt nicht mehr, weil der Sand ja die gleiche Farbe hat. Und dadurch wird die Saat noch ein bisschen festgehalten, ein bisschen angedrückt. Ist eine optimale Sache. Mache ich jetzt auch nicht. Ja, okay. Aber wenn ihr die Chance habt, Sand zu nehmen und noch rüber zu streuen nach dem Aussehen, ganz dünn, wäre eigentlich perfekt. Streuner? Auf 20. Also das ist jetzt immer echt so eine so ein Ausprobieren. Jetzt gehe ich auf 20. Jetzt. Das sieht auch gut aus. Das sieht ganz gut aus. Ich bin jetzt bei 22 sogar. Ich muss das mal aufschreiben. Also Stellung 22. Ja, also das lasse ich jetzt so. Jetzt rennen wir so lange rüber, bis die ganze Nachsaat rausgestreut ist. Elf, zwölf Grad ungefähr. Jetzt bohren wir mal hier rein. Ein bisschen Loch schaffen. Ein bisschen tief reinkommen. So, das ist schön tief. So, sind wir gespannt. Tja, ist ja ein Ding, ey. 15 Grad. Da kannst du mal sehen, wie der Boden die Wärme speichert. Das gibt's ja gar nicht. Wieder raus. Zack, fällt die Temperatur. 14, 13, 12,
12. Hallo liebe Rasenfreaks, ja, zweiter Tag. Gestern haben wir es nicht mehr geschafft zu mähen. Ich habe heute Morgen noch mal ordentlich gewässert, ja, was heißt ordentlich, 10 Minuten gewässert, damit die Rasensamen jetzt hier schön noch mal reingespült werden, tief in die Grasnarbe. Und jetzt mähe ich halt, wie gesagt, ohne Fangkorb mit meinem E-Flex drüber, weil das schon schwer ist, um die Rasensaat jetzt richtig schön festzudrücken auf dem Boden. Und dann hoffen wir mal, dass die Rasensaat jetzt aufgeht. Es soll jetzt 3 Tage durchregnen. Hey, super. Ja, und dann schauen wir mal, ob die Nachsaat hier noch gut aufläuft und es nächstes Jahr noch mal ein Stück schöner wird beim Rasenfreak. So, jetzt endgültig Schluss. Dann machen wir ein paar Szenen noch und dann freue ich mich auf euch im nächsten Video. Ciao, euer Rasenfreak.